herzlich willkommen zusammen zu einer sehr genialen Mod-Vorstellung, und zwar der Silo-Erweiterung. Und die Silo-Erweiterung bringt uns die Funktion, dass wir ein Silo, welches nicht komplett leer ist, einfach so wieder weiter befüllen können. Das ist ganz wichtig, vor allem auch in Realität, wenn man jetzt zum Beispiel im Frühjahr seinen ersten Schnitt Gras häckselt, wie auch immer, seliert, und das Silo ist nur halber voll, weil man nicht mehr Fläche hat. Und irgendwann kommt der zweite Schnitt, dann kann ich in Realität einfach die Folie runternehmen, fülle hier das Silo voll bis oben hin, mach die Folie wieder drauf, lass es weiter gern und es funktioniert perfekt. Aber hier ist es so, ja, ich decke auf und dann kann ich hier nichts mehr mitmachen. Aber diese Mod bringt jetzt die Funktion rein, dass ich das Silo öffnen kann. Und wenn ich jetzt sage, Silo komplett öffnen mit R, dann wird es einfach wieder zurückgesetzt. Wir haben hier drin wieder Häckselgut. Und wir können jetzt hergehen und können da jetzt mehr reinfüllen. Können es wieder verdichten, Silo zudecken und weiter gern lassen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf meiner Community Farm habe ich so ein bisschen das Problem. Da haben wir das Silo angefangen zu befüllen. Und ja, wurde nicht ganz voll. Und dann haben wir abgebrochen. Er ist immer noch zu 100% verdichtet. Aber ich kann es auch so zeigen. Decken jetzt einfach wieder zu. 0% gegärt. Hier drüben zu 100% gegärt. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis Zeit vergeht. Und das Ganze so nach und nach gärt. Und jetzt ist es gegärt und wir können es wieder öffnen. So einmal öffnen. Dann können wir nach und nach rausnehmen. Das öffnet sich ja dann von alleine weiter, wenn man das da vorne weggenommen hat. Und ja, das ist sehr, sehr hilfreich, weil dann braucht man nicht mehr so viele Silos. Wenn ich jetzt ein bisschen was ins Silo packe, kann ich es jederzeit weiter befüllen. Mir gefällt die Mod richtig, richtig gut. Auf die habe ich schon lange gewartet. Ja, das war's eigentlich auch. Vielen Dank an den Modder LTW. Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Ganze runterladen. Die Skripte so sind leider nur für PC. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.